Online sind Sie mit dabei und timeless, so das Motto bei der heurigen Kunstreihe Pfingstart. Leuchtet die Kunstreihe Pfingstart in Weiz philosophische und aktuelle Themen mit den Mitteln der Kunst aus. Unter dem Motto timeless, also zeitlos, reagieren heuer viele Künstler auf die Pandemie. Ein Großteil der Arbeiten ist im Internet zu sehen, aber auch in der Basilika in Weizberg kann man Kunst erleben. Beate Wittmann hat sie sich für Radio Steiermark angesehen. Es ist eine monumentale Falle aus Holz und Steinen, die Pfingstart-Organisator Walter Gratner in der Basilika am Weizberg aufgebaut hat. Auf Tellern liegen trockene Brotstücke mit Haken und in Draht eingewickelt. Ein karges Lockmittel, wie Gratner erklärt. Wenn man sozusagen einen sehr kargen Köder hat, dann sind es meistens wenig gut situierte Menschen, die sich sozusagen in diese Falle begeben. Und nachdem dieses Brot mit Widerhaken und Treten und so weiter vernäht und umgarnt wurde, bedeutet das natürlich auch, dass diese Menschen wirklich in diese Falle tappen. Es ist sozusagen auch leicht angedeutet mit diesen kleinen Polstern, dass sozusagen die Illusion gegeben werden soll, der Bequemlichkeit eines schönen Lebens möglicherweise, dass die Menschen bekommen, wenn sie sich sozusagen in die Nähe dieses Objekt, diese Falle sozusagen begeben. Es ist aber nicht nur eine Falle, die für Menschen sozusagen ist, die von außen praktisch kommen, sondern ich glaube, dass diese ganze Installation auch ein Seelenbild der Mächtigen und der Herrschenden ist, die diese Falle aufstellen. Also es gibt sozusagen die Ambivalenz zwischen dem Opfer und den Tätern. So Walter Gratner. Er versteht seine Installation so wie die ebenfalls in der Kirche ausgestellten Webarbeiten von Cornelia Strahlhofer als materiellen, sinnlich erlebbaren Gegenpol zum zweiten Teil der Pfingstart. Er findet virtuell im Internet statt. Dafür haben 13 internationale Künstlerinnen und Künstler aus 3 Kontinenten unter dem Motto Timeless Kurzfilme gestaltet und so quasi ein Tagebuch der Pandemie geschaffen. Oftmals sind es ohnehin vorhandene Gefühle und Probleme, die durch die Pandemie verstärkt wurden, meint Walter Gratner. Es geht also nicht darum, diese Situation der Pandemie kritisch zu beleuchten oder irgendwie Kritik zu äußern an bestimmten Gesetzgebungen, sondern es geht darum, eine Chronik der Künstler zu zeigen, was sie sozusagen in diesem Zeitraum beschäftigt und beschäftigt hat. Dabei haben sich für viele Künstler auch neue gestalterische Möglichkeiten aufgetan. Wir versuchten schon wirklich ein kleines kammermusikalisches Werk darzustellen oder zu bieten. Und dadurch, das war auch möglich, weil eben die Künstlerinnen ein autonomes, eigenständiges, kleines Video speziell für diese Serie entstehen haben lassen. Jeweils montags, mittwochs und freitags werden diese kurzen Videos online gestellt. Zum Beispiel Sabine Gruber, die eine wunderschöne Lyrik vorträgt im klassischen Sinn. Lydia Mischkulnik geht am Naschmarkt, sieht Tauben, alte Menschen, verschlossene Geschäfte und liest ihre Tagebuchaufzeichnungen von einer Zahnarztassistentin, die Ingeborg Bachmann heißt. Also es gibt verschiedenste Zugänge. Eine polnische Künstlerin malt selbstreflektierend ihre Figur, ihr Gesicht. Die zweite sitzt sozusagen wie in einer Depression vor einem Tablet und schaut praktisch ihr Antlitz an. Beide kommen aus der gleichen Gesellschaft, aus der gleichen Kulturlandschaft, aber in beiden verschiedensten, noch so verschiedenen Formen reflektiert sich der gesellschaftliche Zustand Polens. Ein Afroamerikaner fährt durch den Tunnel in Oakland und malt gleichzeitig diese expressionistischen, abstrakten Bilder. Also sozusagen, es werden Blickwinkel oder Aspekte eines Menschen kombiniert in einem ganz kurzen Video, das sozusagen nicht nur einen Aspekt zeigt, sondern mehrere. Und dadurch entsteht eine sehr hybride Form, die sich schlecht definieren lässt. In diese Fülle an unterschiedlichen Zugängen, Inhalten und Formen kann man ab Montag auf pfingstart.at
eintauchen. Kulturzeit auf Radio Steiermark. No use pretending things can still be right.